Hallo, ich bin Anastasia. Hallo, ich bin Anastasia. Und ihr guckt Prominent. Und ihr guckt Prominent. Und außerdem haben wir noch diese Themen für euch. Eins aussehen, was also das? Ich hatte heute Vormittag eine echte Pop-Ikone hier im Studio zu Besuch. Und das Interview verlief völlig anders als geplant. Vielleicht lag es daran, dass Weltstar Anastasia gestern noch lange auf der Bühne stand und heute Morgen früh raus musste, dass sie so locker drauf war. Hey, wie geht's dir? Gut und dir? Sehr gut, aber wie spät ist es und wo bin ich? Du bist heute Morgen schon echt früh aufgestanden, oder? Ich bin gegen 2 Uhr ins Bett und um 4.30 Uhr aufgestanden. Aber du siehst, der Haarzopf ist echt straff gezogen. Sonst würde ich so aussehen. Heute Morgen ging es dann schon um 6 Uhr auf Sendung. Und dann ging es zu uns. Von Müdigkeit ist bei der 1,57 Meter großen Powerfrau trotzdem keine Spur. Kannst du ein bisschen Deutsch? But we can't say it on camera. Why not? Oh, fantastisch. You are. Thank you. Exactly. That's what I think. And then there is alles klar. Wunderbar. Wunderbar. Das ist gut. Das ist so gut. Mit ihrer so guten Laune mischt Anastasia unser ganzes Team auf. And, wait, this is David. Das ist Hi, David. We always say like, ich sage immer Mr. Boost zu ihm. Oh, du trinkst bestimmt viel, oder? I'm sorry. Das ist wirklich sein Nachname. Oh, wirklich? Yeah, wie cool. Wenn du eine Bar gehst, brüllen alle Alkohol. This one here? This one. Schau dir die Größe von dem Ding an. Was für ein Mikrofon. Ich mag deine kleine Armbandsituation da, Chris. Du bist so ein bisschen Rock'n'Roll. Eigentlich ist die Amerikanerin hier, um ihr neues Album Evolution zu promoten. Und dabei kommt auch ihre ernstere Seite zutage. Es ist schon lange her, dass ich mich so stark und so voller Leben gefühlt habe. Ich hatte viele Jahre, in denen es gesundheitlich auf und ab ging. Zweimal schon bekam die fast 49-Jährige die Diagnose Brustkrebs. Anastasia entschied sich für einen radikalen Schritt. Sie ließ sich beide Brüste abnehmen und das hinterließ diese Narben. Weil sie meine Muskeln da weggeschnitten haben, musste ich diese und diese Bewegung neu lernen. Wie Anastasia all das durchgestanden hat und was sie noch nie vorher öffentlich erzählt hat, das gibt es alles am Sonntag bei Prominent. Und zum Schluss hat sie mich auch noch eiskalt erwischt. Kannst du für mich singen? I cannot sing. Oh, but you try. Oh, aber du hast es versucht. And I try my all the time. Okay, dann hör auf. Come on, be a man about it. You won't die. I ain't got no more tears to cry. And I can't take this no more. Oh, you know I got. You're making me want to sing in a little bit too different. Yeah, man. I'm out of love. Okay. Woo!